Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir endlich Diamond City erreicht und haben ein Interview gegeben. Und Nichts was ist bleibt das? für immer Ich verborgen, dachte erst, ob er zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. die redet die ganze Zeit. Hey. In der letzten Folge haben wir außerdem Die auch, meisten Leute brauchen einfach nur weiß Hilfe. ich nicht, Wir müssen sie nur suchen. war es vor 5 Minuten. Piper's Terminal, H-Klammern Box ja damit. Wir haben ein Interview gegeben, meine Güte, und damit. Wir können jetzt Piper mitnehmen als Begleiterin, nehme ich an. Und ich glaube, das können wir auch direkt mal machen. Da geht's nach Diamond City, okay. Da haben wir eine Schachtel Zigaretten zum Verkaufen. Da gehen wir mal zum Terminal. Oder greifen aufs Terminal zu. Die synthetische Wahrheit. Nur wenn wir allen. Ach so, ja, das kennen wir doch. Anerkennung für die Mauer. In der neuesten Ausgabe der Zeitung wird in keiner Weise erwähnt, welchen Beitrag die mächtige Mauer bei der Abwehr der supermutanten Angriffe letzten Monat geleistet hat. Als das abschon werden kann, wir wissen ja, welche fröhliche Geschichte? Ich finde die Themenauswahl etwas bedrückend. Wie wäre es mal mit einer fröhlichen Geschichte? Vielleicht war eine nette Bar. Danke für Ihre Rückmeldung. Unsere Themen werden nach der Revalanz. Okay. Schämt euch. Shame on you. Ich hoffe nur, du bist entführt. Was? Zwei Geliebte. Zwischen zwei Geliebten entscheiden. Zum einen habe ich meinen Beruf, jeder Augenblick, den ich mit Nachwuchs verbringe, für den Arbeit, fühle ich mich mit meiner Großbrüder. Ja, muss jetzt nicht. Kann jeder lesen, der Bock drauf hat, aber ich. Mich interessiert das jetzt nicht so. Verfolgt ihr mich so? Ned. Pass auf dich auf. Das Institut könnte direkt hinter dir lauern. Die Leute müssen aufhören, das zu tun. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Klar, gehen wir. Wird gemacht. Also mal mitkommen. Haben die eigentlich auch so Begleiter-Skills wie in New Vegas? Anscheinend nicht. Doch. Ach so, das ist von Grognak der Barbar. Okay. Da kann man sogar noch aufleveln. Ich werde verrückt. Dann gehen wir mal nach Diamond City. Ich habe irgendwie noch eine Quest bekommen. Unter Sonstiges, wo ich... Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Wo ich die hab. Es ist groß, laut, korrupt und keine Bewegung, Zünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter! Sofort! Er ist ein Sünd! Er wird uns alle töten! Kyle! Nein! Was? Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sünds in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia! Das gehört jetzt uns. Hey. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein ja, und der eine Typ hat den Rücken geschossen und der Kopf ist zerplatzt. Was ist passiert? Ich bin kein Sünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Meine Güte. Weitergehen. Ansässiger. Solomon. Entschuldigung. Ich kann nicht glauben, was passiert ist. Jetzt ist hier die ganze Stimmung im Eimer. Percy. Myrna. Ich kenne dich nicht. Also bleib weg von mir. Ganz ruhig. Ich bewege mich nicht. Genau das würde ein Sünd sagen. Boah. Ich weiß nicht. Bist du wirklich ein Mensch? Nein, ich bin Jengos, der Mondaffe. Genau das würde ein Sünd tun. Der Frage ausweichen. Sowas wie du wird hier nicht bedient. Ja, okay. Homeplay. Ich nehme an, da kann ich mir ein eigenes Haus bauen.
machen, wohnen, ihr wisst schon. Mörner? Ich hab doch gesagt, dass so jemand wie du hier nicht bedient wird, du Synth. Willst du mir jetzt etwa erzählen, du wärst ein Mensch? Ja, lass mal, ich schaff das sowieso nie. Homeplate, was? Seid ihr verbunden? So, ich habe zwei Quests. Wie gesagt, einmal. Den muss ich noch gar nicht aktivieren. Kundas Combat Zone. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt. Ist auf jeden Fall nicht hier. Okay, dann lassen wir das erstmal. Warte, warte. Zu wenig Essen, zu wenig Betten, was? Ist doch nicht. Ja, wir müssen mit einem Valentine-Typen hier reden. Also, machen wir uns mal auf daran. Ich war wahrscheinlich noch nicht allzu erkundet, aber was soll's, wenn da kam, war. Dann weiß ich nicht. Sieht so aus, als könnte ich hier überall angegriffen werden, so aus dem Nichts. So dunkle Gassen halt. Da ist er irgendwo. Schlafen, fremd. Ich will aber fremd schlafen. So, Manchmal muss man sich echt fragen, wird sich denn überhaupt noch jemand? Das ist die Tugend von anderen. Ah, okay. Was? Meinst du die Railroad? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. So bei mir? Hey, ich hab das von einem Cousin gehört. Mir gefällt es zu kaputt, ne? Detektiv Valentine. Gian. Upsala. Nicht ewig anhalten wird. Wie ist denn das doch mal passiert? Seine Krawatten. Oh, Nick. Hallo. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ach, ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Du verstehst mich. Unser Detektiv, er ist weg. Verschwunden. Nick hier ist verschwunden? In was ist er da nur wieder reingeraten? Keine Sorge, ich helfe dir. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Nick hat an einem Fall gearbeitet. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzen. Vault 81. Er hat gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur ja schon und ist durch die Tür, wie immer. Ich werde ihn finden, das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Okay. Du magst mich jetzt? Okay, gut. In seinem Werf Maxwell erschaltest du spezielle Skills frei. Okay. Wo kann ich denn sehen? Ah, Juwel des Commonwealths wurde abgeschlossen. Bams. Wir wollen auch Erfahrungspunkte kriegen. Sehr schön. Haben wir wieder was erledigt. Gibt es da noch irgendwie die Combat Zone oder so, wo wir hin müssen, ne? Ich nehme an, ich werde noch ein paar. Oh, Gewächshaus. Ich werde noch ein paar Mal öfter hier landen, deswegen werde ich jetzt nicht alles hier erkunden. Sei mein Valentine. Aber nur einmal. Weil ich einfach so Sachen nehmen kann, ne? Na gut. Ich nehme an, die Piper ist so
Sehr gut gesondert, heißt, solange ich gute Entscheidungen treffe, stimmt ihr mir zu. Oder? Was? Warum? Sonst besorgt ihr die neue Ausgabe Public Occurrences. Okay. Der Weg zur Freiheit. Folge dem Freedom Trail. Sei mein Valentine. Warte mal, alles aktivieren erstmal. Zeitung kann ich ja jetzt mal holen. Ach, ich muss ja auch noch rein. Ich dachte, ich kann mir wieder hier vom Dings nehmen. Vom Tisch hier draußen. Du solltest die Zeitung lesen, Mister. Glaub mir. Hey, Ned. Hey, du. Das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Okay. Kann ich ja pennen? Nö. Oh, das ist right away, glaube ich. Schmutziges Wasser, schmutziges Wasser. Die Public hat die Aufgabe, den Leuten die Augen zu öffnen. Jemand haben wir jetzt gebracht. Na, muss ich ja nicht lesen, ich habe das ja gegeben, das Interview. So, dann gucken wir mal, welche Quest am nächsten ist. Sind beide da? Folge dem Freedom Trail, finde Nick Valentine. Okay. Für mich heißt das erstmal, wir müssen wieder raus. Und da ist wieder in die Gefahr rein. Minus 400, so viel habe ich ja nicht verloren. Ja gut, dann raus wieder da. Hast du überhaupt eine Waffe? Hey. Sag einfach Bescheid. Suchst du was Bestimmtes? Hey. Du hast nicht meine Waffe, ey. Gibt's doch nicht. Ich habe irgendeine Waffe doppelt. Injektorgewehr, Impo-Repetiergewehr. Wahrscheinlich muss ich der noch Munition geben, ne? Keine Ahnung. Ja gut, Frage, ne? Impro-Revolver. Nimm die Pistole. Was für Munition braucht ihr für 38? Ich glaube, reicht, wenn man nur so 100 ein oder so gibt, aber ich gebe dir mal so, weiß ich nicht. Ja. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Diese Pistole, damit sollte eigentlich jeder umgehen. Was? Der FNS? Was? Stand irgendwie... Was? So, beide Quests sind da, das ist schon mal gut. Wenn auch die zum Ziehen benötigte Zeit, was soll das denn bedeuten? Verschwierigen das Zielen oder was? Kann man denn die Zeit vom Ziel erhöhen? Gehen die irgendwie langsam in die Zielpose oder was? Oh, bringt irgendwie nicht dazu erklären, wenn man nicht sieht, was ich mache für eine Gestik, aber okay. So. Wir raus. Wir haben, weiß ich nicht, ein Rüstungsteil haben wir jetzt neu. War's aber auch schon, hast du deine Pistole irgendwo? Tu nur deine Ausrüstung abchecken, ich tu nicht dich abchecken, keine Sorge. So, jetzt fühle ich mich ein ganz klein bisschen sicherer. Machen wir die Quest hier wenigstens mit der und danach können wir wieder allein durch die Gegend rennen. Wahrscheinlich zieht sie die ganze Trinity Tower. Wie sagt mir, hat es nicht ein Ding? Ja,
Vorhang fällt, gehe der Funknachricht nach. Okay. Mal mehr. Hier ist alles in der Richtung, das ist perfekt. So, hier ist ein Müllplatz. Hier haben wir ein Dogmeat in Teil. Au, wat? Alter, der hat schon wieder Dingens hier. Das heißt, er ist sehr stark, nehme ich an. Bist dich. Warum? So, ich dachte. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Nee, nee. Wo warst du? Ich habe gerade gesehen, dass du irgendwo warst, aber. Meine Jungs, die Mauer und ein paar Geschütztürme sorgen dafür, dass Diamond City sicher bleibt. Alter. Seht ihr, was passiert ist? Sie hat schon wieder die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Da kann jeder Gegner eigentlich einfach sein. Deswegen mag ich Gefährten nicht so. In dem Spiel. Moment hier. Da sieht aus wie eine Polizeiwache, ne? Oh. Jetzt habe ich wieder ein paar Haarklammern, nicht mehr. Neue gekauft. Ja. Mein Jagdgewehr. Das war richtig geil im dritten Teil. Möchte ich mal bitte ausrüsten. Jagdgewehr. Zeig mal. Okay, ich hoffe, das ist genauso gut wie im dritten Teil. Dann bin ich irgendwie meiste Zeit rumgelaufen. Oh. Ich will auch da drin schlafen. Hast du die Waffe? Okay. Du denn? Du bist eine Wache, ne? Oh, hallo. Ach, das Revier. Hallo. Leuchtende Red Kakerlake. Oh, was? Schon sagen, das sah irgendwie klein aus. Okay. Das war, weiß ich nicht. Nukleares Material. Der des Kavalleristen Machete, was? Verdammt. Nimmst beim Blocken oder Sprinten 15% weniger Schaden. Hm, wie stark ist mein Dings, mein Kreuzschlüssel noch? So was Seltenes, so Sterne, die machen mich ja schon wieder neugierig. Heißt, das Ding ist irgendwie stärker. Oder seltener. Das wiederum macht mich neugierig. Und glücklich. Keine Ahnung. Weißmittelterminal. Julians Aufzeichnung, Anzettel eines Aufstandes. Ah, da, 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 da. Okay, wir singen New York, okay. Oh, okay. Ja, da.
habe auf der Karte irgendwas bekommen anscheinend. Ach so, nee. Ist die schon wieder? Bleib bei mir. Eddie Winter, auch Lomant 8. Nachricht an Rodrigo Paloma. Okay, mein Freund. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe eine Entscheidung getroffen, was den Job bei Fallons angeht. Dein Anteil ist genau angemessen. $0. Nichts. Du hast richtig gehört. Du bekommst nichts. Ja, du hast den Safe geknackt. Und ja, wir haben die Diamanten. Aber du hast auch den Alarm ausgelöst. Sie haben Mackie erwischt. Das ist ganz allein deine Schuld. Und wenn Mackie irgendwann rauskommt, wird er sich bei dir bedanken wollen. Ich werde ihm stattdessen deinen Anteil geben. Ich würde sagen, damit bist du gut bedient. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Ja. Ist aber nicht nett. Boah, die bauen so lange, ne? So, wo genau? Einfach so. Na gut. So kann man einen Pitboy auch speichern. Stadtbibliothek Boston. Oh, hier? Ein Sperren verbessertes. Okay. Ist das für mich so ein Zeichen, da sollte ich vielleicht noch nicht reingehen, oder? Ist einfach nur was Geiles drin. Vielleicht ist das da gefährlich. Aber wenn er verschlossen ist, dann können da auch nicht viele drin sein, ne? Da können auch keine Gegner drin sein, wenn er verschlossen ist. Die müssen halt ja auch aufgeschlossen haben. Logische Schlussfolgerung, ne? Achtung! Sicherheitsverstoß abgeordnet. What? Sicherheitsding hat mich getötet. Oh, ich sehe. Okay. War die erste Falle und die hat mich direkt fertig gemacht. Okay, sehr gut. Das hier ist irgendwas Wichtiges, was jemand verstecken will. Und hier sind super Mutanten. Sonst verkommt das alles jetzt. Wer kämpft da gegen wen? Roboter. Ja, super. Habe ich da bekommen? Rückstoß, irgendwas. Geerdetes, automatisches, was? Okay. Achtung, Sicherheitsverstoß. Was sind Sie hier? Sperrgranaten irgendwo. Oh Gott! Hey, was zum Teufel? Oh. Ja, war der Alien Blaster? Okay, dann gehen wir einfach hier. So einfach kommt ihr mir nicht davon.
Danke. Ist denn noch so ein Granatending? Wo kommt ihr her? Ja, legendärer. Wie ich noch gegen gar nichts eine Chance habe. Alter, ich brauche voll die überstarke Klamotten, habe ich das Gefühl. Die kommen aber immer da rein, wenn ich... Die Auböse? Was? Yes. Boah, die hockt jetzt da draußen, ne? Okay, wir freuen uns sowieso wieder. Keine Ahnung, wo Piper ist, sie ist wahrscheinlich tot. Ach man, das gibt's doch nicht. Warum kriege ich denn hier nichts tot? Alter. Das ist doch nicht wahr. Ich habe gegen gar nichts eine Chance. So, die sind immer hier durchgekommen. Kein Wunder, warum da Sicherheitsverstoß war. Also, wen die sind jetzt da draußen. Und kommen jetzt hier rein oder irgendwie so was. Kann doch nicht wahr sein. Ich gegen keinen Gegner hier eine Chance habe. Jeder Gegner, der mir begegnet, tötet mich. Protektron macht mich jetzt fertig. Supermatanten machen mich jetzt auch fertig. Raider macht mich fertig. Hunde macht mich fertig. Blayfliegen macht mich fertig. Red Kakerlaken, die kann ich erledigen. Aber kann doch nicht sein, dass mich echt alles hier kaputt haut. Ich meine, gegen irgendwann muss ich doch hier eine Chance haben. Ja. Vielleicht sollte ich echt mit der Power-Rüstung rumlaufen. Habe ich irgendwie noch gar nicht dran gedacht. Was zum... Das ist ein Ding. Das heißt aber in der Rüstung, Power Armor. Dann gehen wir erstmal die Story ein bisschen vorantreiben, wo wir hoffentlich dann irgendwann mal ein paar Sachen bekommen. Ich muss den Part gleich wieder beenden. Ich will erstmal einen sicheren Ort irgendwo finden. Da drinne. Mich da drin verstecken. Mann. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier gegen alles drauf gehe. So, Piper, komm mal her. Überfälliges Buch. Was hast du vor? Komm hier rein. Hey. Sag einfach Bescheid. Hier drüben. Gern doch. Komm her. Hört sich nach einem Plan an. Hier. Na klar. Ich dachte, du in Sicherheit bist mit mir. Ja, oder nämlich. Dann bin ich hier immer hier sicher.
Ich beende dann erstmal hier einen Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.